Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute ist der 16. Dezember 2021, ein Donnerstag. Was ist donnerstags? Donnerstags ist Lufthansa Group Update. Heute haben wir einige Themen. Die Lufthansa, die Swiss, die Austrian haben neue Flugpläne für den Sommer bekannt gegeben für 2022. Wir wissen endlich, wo der Airbus A350, die von den Philippine Airlines, hinkommen werden. Wir wissen auch, wo die 787 hingehen werden und vor allem, wo sie auch hinfliegen werden. Dann setzt die Eurowings zwei A220er von der Air Baltic ein. Premium Level soll wieder das Ziel sein bei der Lufthansa, da gehen wir auch drauf ein. Dann Squawk, klingt so ähnlich wie Squawk, ist ein neues Startup im Umweltbereich bei der Lufthansa, wo sie sich dran beteiligt haben. Dann gibt es einen Lufthansa Weihnachts-Partner-Sale in der First und Business Class. Und es gibt ein Status-Match. Wenn ihr also einen Lufthansa-Status haben wollt und ihr habt einen Status bei einer italienischen Fluggesellschaft, dann solltet ihr hier bleiben und nach dem Intro erfahrt ihr mehr. Aber ihr müsst durchhalten, weil die letzten beiden Themen sind die letzten beiden Themen, also in der Reihenfolge, wie ich es genannt habe. Bis gleich. Auch ohne Hofmeister, ihr wisst ja, an dieser Stelle kommt der Abonnierbefehl. Einfach den Frequent Traveler TV Kanal abonnieren. Damit helft ihr uns, dass wir ja größer und stärker werden. Auch für den Algorithmus ist es wichtig, wenn ihr den Beitrag liked. Aber auch die Glocke anmachen. Heute hat Mario die Glocke nicht an, deshalb ist er heute auch nicht dabei. Und ganz, ganz wichtig, wie immer, unten kommentieren. Aber lasst uns ins erste Thema einsteigen und das ist das Thema Flugpläne bei Lufthansa. Und da gibt es neue Ziele in Europa, zum Beispiel ab München wird es neue Ziele geben wie Menorca, dann gibt es Billund, Varna, das ist übrigens am Schwarzen Meer, falls ihr das nicht wisst, Brindisi in Italien oder auch Bergen in Norwegen. Und Billund hatte ich genannt, also das ist ein super Ziel. Aber auch dann auf der Langstrecke, ja, wir haben 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft in Doha. Da fliegt die Lufthansa dann auch hin, übrigens nach Katar zwischen dem 14. November und dem 19. Dezember 2022. 25 Fan-Sonderflüge wird es geben. Das heißt also, es wird bis zu 5 Flüge in der Woche nach Doha geben. Zunächst wird es ein 340-300er sein, so ist es geplant. Und der startet mit der Flugnummer 620. Dann bei der Swiss gibt es auch Neuigkeiten zum Flugplan. Was hat die Swiss da gemacht? 92 Destinationen ab Zürich. Aber das Wichtigste ist wirklich, und das ist auch eine Frage, die ihr an uns gestellt habt, E-Lounges, also in dem E-Bereich, im E-Dock, wann werden da die Lounges geöffnet? Und da sagt die Swiss, Frühjahr 2022. Bleiben wir gespannt. Aber lass uns auf die Ziele gehen. Da gibt es neue Ziele in Bologna zum Beispiel, dass man auch nach Nantes fliegen kann oder aber auch nach Sofia. Vilnius ist drauf. Tallinn wird ja schon angeflogen. Dann wird das Europa-Angebot nochmal erweitert. Die Ukraine, Odessa ist zum Beispiel auch ein Ziel. Dann gibt es halt wirklich 66 Kurzstreckenziele in total in 2022. Einige werden übrigens auch im Wet Lease betrieben. Dann gibt es noch andere Sachen, die wichtig sind. Hongkong ist erstmal gestrichen, im Moment schon, weil man einfach gucken möchte, was da passiert, weil die Crews da natürlich mit Ressentiments oder mit Problemen arbeiten. Wir wissen ja selber, dass British Airways, aber auch Cathay Pacific, die ja die lokale Fluggesellschaft ist, da Probleme haben mit Quarantäne und so weiter. Also, das heißt, man legt einen Fokus auf Nordamerika. Dann ab Genf gibt es auch neue Destinationen. Da gibt es New York. Das ist halt die alte klassische Strecke von Genf nach New York wegen der UN, logischerweise. Das ist eine Rennstrecke, die es immer wieder gibt. Und natürlich, was auch spannend sein wird, wird, wenn die Premium Economy kommen wird. Dann bei der Austrian, die würden natürlich einen Fokus auf touristische Ziele legen, haben ja auch mit Ryanair in Wien ein richtigen Stresspartner bekommen, in Anführungsstrichen 110 Destinationen. Die sind dann in Griechenland, Spanien zum Beispiel, Italien. Da wird es auch im Sommer natürlich höhere Frequenzen geben. Aber auch was ganz spannend wird, ist, dass man Cancun, aber auch Mauritius weiter im Programm lassen wird. Ja, das waren die Ziele, die die Lufthansa hat. Aber was meiner Meinung nach viel spannender ist, ist auch, was die Lufthansa ab München macht. Warum? Ganz einfach, der 340-600er geht nach München. Ja, ganz genau. Er geht nach München, aber
bis der 350 wirklich in großer Zahl ausgerollt werden kann, auch mit der neuen First Class. Bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Aber vorher gibt es noch die 350er, die von der Philippine Airlines gekommen sind. Und da hatten wir letzte Woche so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Scheiße aus Parolen wiederholt, aber da gab es halt zu lesen, dass man nicht sicher war, ob es nach München oder nach Frankfurt geht. Und das ist jetzt München und das geht ganz klar auf die, ja, auf das Münchner Kontingent. Also da ganz einfach schauen, dass die vier Maschinen nach München kommen und die sollen halt das dortige Premium-Angebot stärken. Die 340-600 übrigens wegen der First Class. Das ist der Grund. Und man hat halt auch in München halt jetzt das Signal, das man setzen möchte, weil es zusätzlich Schubkraft für das Premium-Hub geben soll. Und Jos Lammers, der Chef vom Flughafen, sagte dies, dass auch er mit Carsten Spohr, ja, er hat halt verhandelt. Und Carsten Spohr hat gesagt, wir fahren gerade mit Fraport und dem Münchner Flughafen, wer bessere Konditionen bietet und kosten- und qualitätsseitig. Und da hat sich halt der Jos Lammers durchgesetzt beim Münchner Flughafen. Deshalb gab es halt wirklich diese Geschichte. Ob das jetzt ein echter Kampf war, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es halt wieder das alte Spiel, wenn man Flugzeuge kauft, sagt man Boeing, hey, wir wollen Flugzeuge kaufen. Na, vielleicht gehen wir doch zu Airbus. Airbus sagt man, hey, wir wollen Airbus-Flugzeuge kaufen. Na, vielleicht gehen wir zu Boeing. Und hier war das wahrscheinlich beim Flughafen auch so, weil die Lufthansa wird natürlich kein Flugzeug in Frankfurt einsetzen, wenn es einfach keinen Sinn machen würde, total. Also insofern hat man da vielleicht den Flughafen einfach gegeneinander ausgespielt. Die 787 gehen nach Frankfurt, logischerweise. Und das erste Ziel ist ja Toronto. Das müsstet ihr ja schon gehört haben. Das haben wir auch erzählt. Air Baltic. Ihr habt ja meine neue Affinität zu Air Baltic vielleicht mitbekommen. Wir haben ja auch die Air Baltic-Gruppe auf Facebook, die Air Baltic Insider. Solltet ihr mal reingucken. Da planen wir auch für den Sommer ein sehr cooles Event. Bleibt da einmal tuned. Aber dann gab es die Frage, was hat Air Baltic mit Lufthansa zu tun oder mit Lufthansa Group? Mehrere Dinge. Und zwar einmal fliegt man ja ab München im Codeshare mit Lufthansa nach Vilnius. Das andere ist ganz einfach Wet Lease. Ja, Eurowings hat sich A220er 302 Stück nach Stuttgart geholt von Air Baltic, die halt da die Flotte verstärken, weil man selber keine Flugzeuge im Moment hat. Und da ist halt Air Baltic ein guter Wet Lease-Partner. Und man sagt halt, dass es im Sommer sehr große Nachholeffekte geben wird. Und deshalb ist es so, dass man diese ganz einfach genommen hat. Und Air Baltic ist ja auch keine schlechte Fluggesellschaft. Die 220er sind auch ein super Flugzeug. Mario ist ja großer, großer Fan davon. Ich übrigens auch mag die 220er. Da muss ich niesen, da muss ich einen kleinen Cut machen, um euch das Niesen zu ersparen. Aber das nächste Thema ist auch spannend und deshalb erfordert das die volle Konzentration, weil Lufthansa endlich sich wieder zu dem Thema Premium geäußert hat. Das heißt also, Premium Level ist wieder das Ziel bei der Lufthansa. Und da gab es vom Airliners.de, die da ein Interview zitiert haben, was in der Branche gegeben worden ist. Ich weiß gar nicht, wo es genau war. Dass man da also bei Lufthansa wirklich verstärkt darauf pocht, dass man den Service und das Premium-Anspruch wieder gerecht wird. Was natürlich ein bisschen interessant ist, wenn man sieht, dass Buy on Board sich überall durchsetzt. Air Dolomiti ist ja jetzt der Letzte, der Buy on Board bei Lufthansa bekommen hat. Also insofern weiß ich nicht, ob das so Premium ist, aber man sieht das als Thema. Man hat 450 Mitarbeiter eingestellt, zum Beispiel in den Callcentern weltweit. Also insofern, man tut was, dauert halt wie immer, wie ich sage, bis die Leute da einen auch verarzten können und die Service-Level bieten können. Aber die Lufthansa-Managerin Heike Birlebach und der Jürgen Siemrob haben halt in dem Live-Talk gesagt, dass das das größte Problem war. Aber auch bei den Vertriebspartnern hat man halt das Problem gesehen. In einem Talk mit Lufthansa gab es auch das Thema von uns aus gesteuert, hätte ich fast gesagt, also von Horncircle aus gesteuert. Ich weiß nicht, ob ihr bei dem Horncircle-Call bei Lufthansa dabei wart. Als Horncircle, als Senatoren gab es ein ähnliches Thema. Da gab es halt das Problem, dass in Berlin natürlich komplett kein Lufthansa-Art vor Ort ist. Das wird alles über die Visa gemacht und dass da halt auch diese Brand-Positionierung nicht da ist. Und man merkt das halt einfach auch nicht, dass Lufthansa sich, ja, ich sag mal, vom Service-Level da verbessern will. Aber die Aussage von Lufthansa ist, ja, aber das sollte man ja eigentlich nicht merken und. Aber ihr könnt einfach unten mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr einen Unterschied merkt, ob es Lufthansa-Mitarbeiter sind oder ob es Fremdfirmen sind wie die Visag oder die Fraport oder wer auch immer solche Dienstleistungen am Boden anbietet, um die Passagiere, und ich rede jetzt direkt von dem Check-in, aber auch von dem Boarding-Prozess,
Aber auch demnächst in der Lounge werden fremde Mitarbeiter sein. Ihr seht ja zum Beispiel, dass die von der Visa, glaube ich, sind das, oder von der Phrase. Ich weiß nicht, auf jeden Fall kontrollieren in der Lounge auch externe Mitarbeiter im Moment ja auch die Covid-Zertifikate. Finde ich spannend, dass die das machen und nicht das Personal. Also insofern ist das ein Problem. Und Lufthansa sagt halt ganz einfach, dass man noch mit der vierten Covid-Welle zu kämpfen haben wird. Es soll ja auch angeblich eine fünfte Welle jetzt geben. Angeblich insofern nicht, dass ich das bestreite, sondern einfach dahingehend, dass das die Omikron-Variante werden soll, die fünfte Welle gibt. Und da ist man natürlich ein bisschen bei der Lufthansa, ja, ich nenne es mal einfach scared im Englischen. Also ist man da ängstlich, dass da etwas sauer läuft und deshalb will man das alles nicht hochfahren. Aber man hat ja bei der Lufthansa sehr, sehr stark auf Digitalisierung gesetzt. Zum Beispiel das Thema bei Lufthansa, dass man dort die Impfpässe hinterlegen kann, was nicht bei jeder Destination funktioniert. Aber ich finde es halt spannend, dass man die Herausforderung angenommen hat, dass man bei Lufthansa wieder diesen Premium-Anspruch haben möchte, also Premium-Level. Aber ich sage einfach, kommentieren unten in der Kommentarspalte, was ihr dazu denkt. Ich würde mich freuen. Squake, Squawk, keine Ahnung, ist ein neues Startup, was da eine Art Klimatechnologielösung anbietet, dass man in der Reisebranche für Nachhaltigkeit sorgt, in der Logistik, in der Reise, aber auch in der Mobilität. Und da gibt es halt zwei oder drei Firmen, die sich beteiligt haben, eigentlich drei, um genau zu sein. Einmal die Commerzbank, dann Backbone Ventures, die sind irgendwie so eine Schweizer Veranstaltung, und natürlich die Lufthansa. Und die haben eine einfach zu bedienende Technologielösung, die es ermöglicht, nachhaltige Produktangebote zu entwickeln. Ganz so kann ich mir das nicht vorstellen, was das bringen soll, aber da werden sie wohl mit der Software etwas Spezielles bringen, was andere anders nicht bringen können. Und Christine Förster sagt halt einfach, das ist übrigens Vorstandsmitglied, die auch als Chief Customer Officer verantwortlich ist für Corporate Responsibility, die auch wirklich die Nachhaltigkeit vorantreibt, dass man da einfach mal schauen muss, inwieweit man auch eine Vorreiterrolle bei solchen Schlüsseltechnologien hat. Und damit will Lufthansa halt wirklich diese Nachhaltigkeit noch weiter pushen. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ihr könnt ja auch unten reinschreiben, ob ihr da in irgendeiner Art und Weise eventuell eine Idee habt, wie das softwareseitig gelöst werden kann. Ich selber denke, dass das für jede Firma oder für jedes Produkt einzeln gemacht werden muss, weil das doch teilweise sehr, sehr individuell ist. Also da wäre ich mal gespannt auf euer Feedback. Jetzt zum zweithottesten oder vielleicht zum hottesten Thema des Tages. Das ist der Partner-Sale in der First- und Business-Class der Lufthansa. Das ist der Weihnachts-Sale. Da kann man bis zum 11. Januar buchen. Reisezeit ist 7. Januar bis zum 14.12. teilweise. Also es kommt drauf an. Tallinn, glaube ich, war etwas anders, der Reisezeitraum. Aber so in dem Dreh ist das. Da gibt es verschiedenste Ziele. Zum Beispiel ab Tallinn, das ist in meinen Augen einer der besten Ziele, der hat 40% Rabatt. Heißt also, wenn man zu zweit fliegt, ihr wisst, das ist ein Partner-Sale, muss man immer zu zweit fliegen. Wenn man nach Barbados fliegt, dann sind das in der Business Class 3.000 Euro, also 1.500 pro Person. Oder aber, wenn man nach Windhoek möchte, sind es 2.800 pro Person. Aber in der First Class, das sind die Angebote, die spannend sind. Da sieht man Bangkok für 2.000 pro Person. Buenos Aires mit 2.500, was übrigens 50.000 Meilen bringt, Horn Circle oder Senator-Statusmeilen. Wenn man mit Lufthansa fliegt, kann man auch ein bisschen optimieren, dass man zum Beispiel Tallinn, Frankfurt, Zürich fliegt und dann rüber, weil man ja dadurch nochmal die 2.500 extra kriegt. Auf jedem Weg sind dann 5.000, die man nochmal on top kriegen würde. Jetzt kommt natürlich die Frage, gibt es die Meilendopplung nächstes Jahr? Da haben wir keine Informationen zu bekommen. Die letzte Info, die wir von Lufthansa haben, ist einfach, dass es nicht kommt. Es wird vielleicht selektive Angebote geben. Ich weiß aber nicht im Rahmen der vierten Welle, der zu befürchten fünften Welle, ob da nicht die Lufthansa umdenken muss, weil Flying Blue hat ja, wie ich ja schon an anderer Stelle berichtet hatte, ja, sie haben einfach schon gesagt, dass sie verlängern. Ja, gibt auch wieder mehr XP-Punkte. Ansonsten gibt es ab Helsinki wieder Sales, aber Helsinki hat keine First Class im Angebot, die haben eine Business Class. Auch alle Ziele sind nicht verfügbar von jedem Ort, da müsst ihr so ein bisschen gucken. Ab Frankreich gibt es zum Beispiel First-Class-Flüge und Business-Class-Flüge. Ab Athen gibt es die Preise. Athen ist etwas teurer. Also insofern, ich finde immer Riga
Das ist interessant, Vilnius ist interessant, aber auch Tallinn. Das sind so im Prinzip die besten Flüge von denen, Flughäfen, von denen ihr abfliegen könnt. Also da einfach mal schauen. Verschiedenste Ziele nach Asien. USA habe ich leider nichts gesehen. Also es ist meistens Asien, Südamerika und auch Südafrika. Dann der letzte, ja, heiße Scheiß will ich nicht sagen, aber ist etwas für Leute, die damals bei der Alitalia gesammelt haben. Das heißt also, dass sie zum Beispiel da einen Status hatten bei Alitalia Mille Miglia. Und da kann man sich halt umswitchen lassen, kann Senator-Status holen. Da geht man einfach auf die lufthansa.statusmatch.com-Seite, kann sich da anmelden, kann da alles hochladen und kann dann einfach den Status genießen mit einer Gültigkeit bis Februar 2023. Das heißt also, man hat ja über ein Jahr ein bisschen hat man den Status und kann da halt schauen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das, was spannend ist, ist neben den Statusvorteilen, die man wie ein normaler Senator auch bekommt, ich guck mal gerade, gibt es, ich weiß nicht, ob es E-Voucher gibt. Das muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Es gab es früher mal, hat man dann irgendwie eingestellt, weil das missbraucht worden ist, weil Leute nur Statusmatch gemacht haben, um E-Voucher zu bekommen. Insofern da einfach mal schauen. Aber es wird auch kein Kit geben. Das heißt also, ihr werdet nicht die roten Gepäckanhänger, wo habe ich meinen? Ich finde nur meine Karte, die ich hier liegen habe. Ich habe aber kein Gepäckanhänger in Rot hier mehr liegen. Muss ich auch mal gucken, wo die hingekommen sind. Guck mal hinter den... Nein, habe ich leider nicht. Also den gibt es auch nicht. So wie ich ihn nicht habe im Moment, gibt es den auch nicht. Warum? Ganz einfach. Weil Lufthansa sagt, wir sind umweltfreundlich. Und der Satz, ich zitiere, der neue Status wird künftig entsprechend digital in der Miles & More App angezeigt. Dabei sind an diesen Status-Match keine Bedingungen wie zum Beispiel Flugbuchungen gebunden. Heißt also, aus Umweltschutzgründen verschicken wir keine Statuskarte mehr. Super Geschichte, oder? Also, erzählt mir heute doch einfach in der Kommentarspalte, was haltet ihr von dem Status-Match? Ist das etwas, was für euch spannend ist? Hättet ihr euch ein Status-Match von einer anderen Fluggesellschaft gewünscht? Oder sagt ihr, nee, eigentlich gibt es schon zu viele Senatoren, hatte ich ja auch in einem Fred auf Facebook gehabt, wo ihr gesagt hattet, dass es zu viele Leute gibt, weil es diese Promotion gab und dann nochmal den Status-Match jetzt zusätzlich. Oder sagt ihr ganz einfach, hey, nimmt von mir nichts weg. Einfach unten in die Kommentarspalte rein. Da sollten wir einfach mal schauen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist in meinen Augen, ja, ganz, ganz wichtig, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt, schreibt mir auch. Abonnieren kommt auch natürlich wie immer am Schluss. Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, Glocke anmachen, kommentieren, nicht vergessen. Deshalb melde ich das immer wieder ganz, ganz oft. Und vor allem diesen Beitrag liken. Ich weiß gar nicht, habe ich am Anfang liken gesagt? Wenn ich es nicht gesagt habe, habe ich es jetzt gesagt. Deshalb tut es jetzt, wenn euch der Beitrag gefallen hat und ihr keine Folge mehr aus der Meilenwelt verpassen wollt. Also bis dann. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zur nächsten Aufgabe. Aufgabe? Ausgabe. Vielleicht werde ich euch Aufgaben geben, ne? Also bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.